Was würdest du dir wünschen, dass sich ändert? Was würdest du dir wünschen, dass Ann-Maries Tod auslöst, verbessert? Ich wünsche mir, dass die Politik über gewisse Dinge nachdenkt, vielleicht die richtigen Schlüsse zieht, vielleicht die notwendigen Maßnahmen zieht. Ich bin gerne bereit, ich lade auch gerne Frau Faeser oder Herrn Scholz hier zu mir ein, dass sie sich mal ein Bild vor Ort machen können, welche Konsequenzen so eine Tat eigentlich für das gesamte Umfeld hat. Es sind nicht zwei Opfer, die jetzt irgendwo verstorben sind, die vergraben werden und dann ist Schluss. Es ist ein Leid dahinter, was viele, viele Menschen betrifft, die ihr Leben lang damit klarkommen müssen. Für uns ist es auch eine Sache, die eigentlich schwer erträglich ist. Ann-Marie hatte sehr, sehr viele Pläne. Sie hat schon immer mal geträumt, von irgendwann zu heiraten. Sie wollte dies, sie wollte Kinder, sie wollte das. Das bleibt uns ja auch in dem Falle als Eltern verwehrt, dass wir die Hochzeit unserer Tochter miterleben können, dass wir mitkriegen können, vielleicht Enkelkinder irgendwann zu haben, als Oma und Opa da zu sitzen. Das sind alles Dinge, die uns unser Leben lang jetzt verwehrt bleiben werden. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir waren gestern am Bahnhof von Brockstedt in Schleswig-Holstein. Rund 60 Kilometer nördlich von Hamburg. Es war ein klarer, milder Wintertag und kein Laut war in diesem beschaulichen Ort zu hören. Aber am Mittwoch, den 25. Januar, war dieser Bahnhof ein Ort des Grauens. Erfüllt von Blaulicht, Martinshorn und den knappen Kommandos von Polizisten, Notärzten und Rettungssanitätern in einem fürchterlichen Einsatz. Auf der Höhe Brockstedt, im Regionalexpress 70 von Kiel nach Hamburg, stach an jenem 25. Januar ein vorbestrafter, ausreisepflichtiger Asylbewerber aus Gaza wahllos auf 9 Menschen ein, die von der Arbeit, von der Schule zu ihren Familien nach Hause fuhren. 120 Menschen waren an Bord dieses Zuges. Der Islamist Ibrahim A., der längst nicht mehr in Deutschland hätte sein dürfen, verletzte 7 Menschen schwer und ermordete 2 Teenager. Eines der Todesopfer war Ann-Marie K. aus Elmshorn, die gerade ihren 17. Geburtstag gefeiert hatte. Arglos und voller Lebensfreude stieg sie in den Zug, aber sie kam nicht lebend zu Hause an. Ihre Eltern hatten nicht einmal die Chance, sich von ihrer Tochter zu verabschieden. Sie wurde aus dem Leben gerissen. Ich hatte die Ehre, mit Ann-Maries Vater über seine Tochter, über diesen schrecklichen Verlust sprechen zu dürfen. Wir zeigen Ihnen gleich das gesamte Gespräch, das, man muss es so sagen, einfach unfassbar traurig ist. Hier ist, was Ann-Maries Vater Michael über diesen Verlust, über dieses Leid sagt, das er und Ann-Maries Mutter seit der grausamen Tat jeden Tag durchleben und ertragen müssen. Was sind die Bilder, die ihr euch anschaut? Wir sitzen hier in eurem Wohnzimmer. Ich sehe Bilder, die ihr von ihr aufgehängt habt. Was ist das Bild, mit dem du sie erinnerst? Eigentlich ihr gewinnendes Lachen. Das ist auch das, was mir momentan am meisten fehlt. Sie ist mit mir morgens immer in die Firma gefahren, um dann weiter zum Bahnhof, zur Schule zu gehen. Und wenn sie morgens noch ein bisschen Zeit hatte, dann hat sie laut Musik gehört, ist lachend, hüpfend, singend durch die Räume gehüpft, wo ich immer gedacht habe, Kind, gib mir 5 Minuten, ich muss erst mal wach werden. Sie war immer sofort gut gelaunt, sie war immer gut gelaunt, sie war. Und das ist heute für mich eigentlich das Schlimmste, wenn ich morgens reinkomme, die Stille ist da. Lieber Michael, was muss in Deutschland geschehen, damit das, was euch widerfahren ist, nicht noch mehr Eltern widerfährt? Was muss sich ändern? Ich glaube, wir müssen weg von einer Wünsch-dir-was-Kultur, die irgendwo irgendwas Fantastisches herbeisehnt, was vielleicht in seinen Ideen auch gut gemeint ist, aber inzwischen sich immer mehr herauskristallisiert, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine Politik, die real
Probleme anspricht, real Probleme erkennt und auch real gegen diese Probleme vorgeht. Ann-Marie K. wurde nicht nur Opfer eines Verbrechens, sondern auch einer gescheiterten Migrationspolitik, die vollkommen die Kontrolle über unsere Grenzen verloren und in den letzten Jahren zu zahlreichen erschütternden Bluttaten geführt hat. Tödliche Messergewalt ist seit der Flüchtlingskrise zum deutschen Alltag geworden. Und trotzdem korrigiert die Regierung ihren Kurs nicht, sondern ignoriert die Angst der Bürger vor dieser Veränderung, die jeder im Land sehen kann. Vor 2 Wochen war ich auf der Beerdigung von Ann-Marie K. Ihre Familie hatte mich eingeladen, weil Ann-Marie ein Fan von Achtung Reichelt war. Auf der Trauerfeier sah ich die direkten Folgen der Flüchtlingspolitik, die unsere Regierung nicht sehen will. Ich habe die tränenerfüllten Augen der Familie, die verzweifelten Gesichter von Ann-Maries Freunden gesehen. Das sind die Bilder, die sich schmerzhaft bei mir einbrennen und die unsere Regierung einfach ausblendet. Aus einer Flüchtlingspolitik der Großherzigkeit ist eine gescheiterte Politik der Gleichgültigkeit geworden. Niemand will sehen, welches Leid die Entscheidungen unserer Regierung anrichtet. Diese Politik wird von den meisten Menschen im Land schon längst nicht mehr mitgetragen, sondern höchstens noch ertragen. Und bei Menschen wie den Eltern von Ann-Marie verursacht sie unerträglichen Schmerz. Von diesem Schmerz berichtet uns Ann-Maries Vater Michael. Es war ein zutiefst beeindruckendes, menschliches Gespräch. Ann-Maries Vater spricht nicht wütend, er ist nicht getrieben von Rachsucht, er spricht, weil er hofft, damit dazu beizutragen, den nächsten Fall, den nächsten Mord irgendwie zu verhindern. Er hofft, dass der Mord an seiner Tochter politisch nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Und wir sind Michael unendlich dankbar für seinen Mut, so offen darüber zu sprechen, was er und seine Frau durchleiden. Wir glauben, dass dies eines der wichtigsten Interviews in unserem Land ist. Und wir hoffen zutiefst, dass die Menschen, die über die deutsche Migrationspolitik entscheiden, die Worte von Ann-Maries Vater hören werden. Michael, vielen Dank erst einmal, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen über das, was geschehen ist. Bevor wir anfangen, möchte ich dir einmal von uns, aber besonders von all den Zuschauern von Achtung Reichelt, dir und deiner Familie unser tiefes Beileid aussprechen. Die Reaktionen, die auch uns erreicht haben, nach dem, was deiner Tochter widerfahren ist, waren absolut überwältigend. Und es ist mir wichtig und es ist aber auch unseren Zuschauern wichtig, dass dir und deiner Familie auszurichten, die Anteilnahme im Land könnte, glaube ich, kaum größer sein. Vielen Dank. Wenige Tage nach dem Mord an deiner Tochter hast du mir eine Mail geschrieben, um von deiner Tochter zu erzählen. Warum war es dir wichtig, warum ist es dir wichtig, dass wir heute sprechen? Es ist ja so, in den letzten Jahren ist ja sehr viel passiert, auch sehr viel unschöne Dinge passiert. Uns war es sehr, sehr wichtig, auch mal öffentlich zu zeigen, dass hinter solchen Tragödien nicht nur irgendwo eine Zeitungsschlagzeile steckt, sondern auch Familien, ein ganzes Leid, was dahinter ist mit Freunden, Bekannten etc., was das alles mit belastet. Und welche Auswirkungen so eine Tat eigentlich hat, um auch vielleicht dort in gewisser Weise Leute mal zum Umdenken zu bewegen. Zum Umdenken bei was? Wir wollen halt einfach, dass wir in Zukunft andere Menschen davor, andere Familien schützen können, dasselbe Leid zu eilen, wie wir das jetzt erfahren mussten. Erzähl uns von den Menschen, um denen es hier gehen soll. Erzähl uns von deiner Tochter Ann-Marie. Ja, Ann-Marie war meine Tochter, war 17 Jahre alt, voller Pläne, voller Vorstellungen, immer sehr begeistert, immer freundlich, immer offen, ist auf jeden zugegangen und war gerade ganz frisch 5 Tage mit Danny zusammen, der leider das 2. Opfer ist, was in Brockstedt zu beklagen war. Der neben ihr gestorben ist. Genau. Ja. Sie war frisch verliebt? Frisch verliebt, ja. Sie waren gerade 5 Tage zusammen. Hast du Danny schon kennengelernt? Hat sie ihn dir schon vorgestellt? Ja, ich hatte das Glück, Danny schon 2-mal kennenzulernen. Also ein ganz bezaubernder, höflicher, junger Mann. Aufgeschlossen, sehr freundlich, sehr gut erzogen. Also
dass sie sich in ihn verliebt hat, das kann ich verstehen. Der war ein toller Typ. Was bedeutete diese frische Liebe für Sie? Es war die erste richtige große Liebe. Und sie ist da richtig drin. Sie war Feuer und Flamme. Und die beiden verstanden sich auf allen Ebenen miteinander. Sie war da so ganz begeistert. Und am Sonntag hätte sie mit nach Bruckstedt zu Dannys Eltern gesollt. Und Danny wollte sie seinen Eltern vorstellen. Dazu ist leider ja nicht mehr gekommen. Was für ein Mensch war Annemarie? Wofür hat sie sich interessiert? Was hat sie vom Leben erwartet? Wie hat sie auf das Leben geblickt? Sie war sehr positiv eingestellt. Sie war auch sehr politisch interessiert. Sie war eigentlich sehr, sehr reif für ihr Alter. Sie war sehr modebegeistert. Anfangs waren es die 40er, 50er Jahre. So die letzte Zeit war sie für die 80er ganz zu begeistern. Sie hat sich für Autos interessiert, sie war für Rennsport interessiert, also für viele Dinge. Sie war auch für alles offen. Sie war ein ganz toller Mensch, muss man ganz ehrlich sagen. Und für ihr Alter und jeder, der sie kannte, egal wo, sie war immer hilfsbereit. Sie war immer die Erste, die irgendwo ganz vorne mit dabei war. Wenn es darum ging, anderen zu helfen, egal was, sie war immer da. Die Geschichte, diese grauenvolle Tat, über die wir heute sprechen, hat natürlich etwas zu tun mit der Flüchtlingspolitik der letzten Jahre in Deutschland. Du hast mir aber etwas erzählt, was mich extrem bewegt hat, dass deine Tochter diese Flüchtlingspolitik eigentlich als etwas sehr Positives in ihrem persönlichen Leben erlebt hat, dass ihre beste Freundin aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Ja, ihre beste Freundin ist 2015 nach Deutschland gekommen und war eigentlich schon sehr, sie hatte es sehr, sehr schwierig, dass ihre beste Freundin in Syrien schon im Krieg ums Leben gekommen ist. Und Annemarie war die Erste, die sie in der Klasse herzlich willkommen geheißen hat. Und da ist also eine ganz tiefe Freundschaft auch entstanden. Und jetzt ist es halt das zweite Mal, dass dieses junge Mädchen auch damit konfrontiert worden ist, dass ihre beste Freundin vorzeitig gehen musste. Das ist also, da sollten sich einige mal Gedanken machen, wie weit eigentlich die Konsequenzen weitreichend sind, was es auch für solchen jungen Menschen tut, die mit 17 Jahren das zweite Mal ihre beste Freundin verlieren müssen. Welche Erwartungen haben die noch ans Leben? Welches Vertrauen können sie noch irgendwo schenken? Welche Ängste müssen die durchstehen? Du hast gesagt, Annemarie war politisch. Ich war auf eure Einladung auf der Trauerfeier, durfte da in eurer Mitte an der Trauerfeier teilnehmen, was ein brutaler, aber auch unglaublich bewegender Moment und Tag war. Auch dort wurde gesagt, dass Annemarie sehr politisch war. Da wurde gesagt, sie war konservativ. Das ist ja in jungen Jahren nicht ganz üblich. Damit ist man gerade auch in den heutigen Zeiten sehr allein manchmal mit seinen Ansichten. Warum war sie so politisch? Was hat sie politisiert? Sie hat sich generell für das alles interessiert. Sie war sehr, sehr begeistert für sowas. Und sie hat einen ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt, den sie auch ausgelebt hat. Ihr war das ganz egal, immer das haben wir ihr auch vorgelebt. Das war für sie auch immer ganz wichtig. Es ist egal, welcher ethnischen Herkunft jemand ist. Es ist egal, welchen Glauben er hat oder welches Geschlecht er hat. Es gibt zwei Rassen von Menschen. Es gibt die Guten und die Bösen. Und sie hat sich immer an die Guten gehalten. Und sie war das auch immer vertreten, dass sie dafür gerade stehen kann. Wie erinnerst du dich an den Tag, an dem Annemarie ermordet wurde? Eigentlich gar nicht mehr ganz so wirklich. Das ist so eigentlich in so einem Nebel zurückgeblieben. Wir haben hier gesessen oder wir haben auf sie gewartet, dass sie aus der Schule nach Hause kommt. Sie kam dann nicht. Wir haben dann mehrfach versucht, sie anzurufen. Sie ging dann nicht mehr ans Telefon. Wir haben dann natürlich angefangen, den üblichen Weg über Schule, Freunde etc. Zu telefonieren, ob irgendjemand was von Annemarie gehört hatte, und kriegten dann die Information, dass in Bruckstedt ein Attentat verübt worden ist. Und ich habe mich dann ins Auto gesetzt und bin nach Bruckstedt gefahren, zur Einsatzstelle, wo ich dann von der Polizei verhört wurde und mir dann mitgeteilt worden ist, dass leider eines der Opfer meine Tochter gewesen ist.
es ist vermutlich schwer, das auch nur irgendwie in Worte kleiden zu können, aber erinnerst du dich an das, was du in dem Moment gedacht hast, als dir das mitgeteilt wurde? Es war eigentlich ein riesengroßes Loch, so als man irgendwie rückwärts runterfällt und nichts mehr sieht, nichts mehr hört, einfach nur noch fällt, fällt, fällt. Bis man dann irgendwann unten aufschlägt. Seid ihr das schon oder ist es immer noch der Fall? Es ist ein sehr, sehr schwieriger, stetiger Prozess. Es ist immer, es ist das eigene Kind. Das wird man niemals, niemals verlieren, niemals vergessen. Und alle, die daran beteiligt waren, müssen lernen, das in ihre Biografie zu schreiben, mehr oder weniger beteiligt waren. Sie sind, für viele ist es dann, wenn sie nach Hause kommen, gehen, machen sie die Tür zu. Sie haben es zwar in ihrer Biografie, aber sie kehren ihr altes Leben zurück. Für uns gibt es kein altes Leben mehr. Unser Leben ist zerstört. Du hast mir eben das Kinderzimmer von Ann-Marie gezeigt, das unverändert ist von dem Tag, an dem sie dieses Zimmer das letzte Mal verlassen hat. So wie sie es verlassen hat, so ist es noch. Verbringst du da viel Zeit? Ja, wir gehen da häufig hin und denken darüber nach. Und es gibt euch Halt? Es gibt uns momentan Halt, den wir brauchen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele tolle Menschen um uns herum, einen tollen Freundeskreis, die in den letzten Wochen wirklich abnormal viel geleistet haben, uns hier rund um die Uhr unterstützt haben, die uns gehalten haben, die uns mit uns geweint haben, mit uns gelacht haben, so gut wie es ging, die mit uns in Erinnerungen geschwelgt sind und die wirklich Übermenschliches geleistet haben, um uns in den letzten Wochen zu unterstützen und irgendwie zu halten, dass es irgendwie weitergehen muss. Also die haben wirklich Übermenschliches geleistet. Ihr seid eine, wenn man das so sagen kann, gläubige Familie. Ann-Marie selber war sehr gläubig. Findet ihr darin Halt oder ist es eher die Frage, lieber Gott, warum? Warum wir, warum unsere Tochter? Naja, die Frage stellt sich zwangsläufig automatisch, aber im Endeffekt ist es doch auch der Glauben, der uns stützt und irgendwo für die Zukunft irgendwo versuchen, dass wir irgendwo momentan eine Perspektive finden, dass wir in die Zukunft schauen können. Am Grab eurer Tochter hat der Pfarrer gesagt, geht raus und erzählt von Ann-Marie. Erzählt von ihrem Leben. Erzählt, was sie für ein Mensch war. Was sollen die Leute über sie sagen? Was sollen die Leute von ihr erzählen? Ja, wie sie war. Es gibt ja viele, die sie kennengelernt haben. Es sind viele, die ihren Weg begleitet haben. Ob es in der Schule war, ob es bei den Messdienern war. Egal, wo sie auftauchte. Sie war immer hilfsbereit. Sie war immer ganz vorne mit dabei. Sie hatte die Ideen. Sie war innovativ, sie wollte was bewegen, sie hatte Perspektiven. Tja. Du sagst, unser Leben ist zerstört. Gibt es irgendetwas im Glauben, in der Erinnerung, was dir, was euch Hoffnung und Zuversicht gibt? Oder ist da nichts mehr? Doch, natürlich, natürlich. Ann-Maries Option oder Ann-Maries Leitspruch war es immer, aufgeben ist keine Option. Und das sagen wir uns x-mal am Tag, um die Kraft zu finden, weiterzumachen. Aber es ist nicht leicht, die Kraft zu finden. Weiß Gott nicht, nein. Der Mord an eurer Tochter ist in gewisser Weise auch ein politisches Verbrechen und es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in diesem Land in den letzten Jahren passiert. Das ist leider sehr, sehr häufig in den letzten Jahren passiert und man muss es so sagen, vermutlich wird es in Zukunft wieder passieren. Wie blickst du auf die Politik? Der Mann, der eurer Tochter das Leben genommen hat, hätte nicht in Deutschland sein dürfen.
Nach allem, was man heute weiß. Er hätte längst nicht mehr hier sein dürfen. Es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Wir sind eine sehr, sehr offene und liberale Familie. Wie gesagt, bei uns, es spielt keine Rolle, welche ethnische Herkunft jemand hat, welchen Glauben er hat oder welches Geschlecht. Es ist wichtig, dass Menschen, die hierher kommen, bereit sind, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und nicht uns als Feinde betrachten. Wenn dieses so stattfinden sollte, ist es auch zwangsläufig nötig, dass man weiß, wer zu uns kommt, was er hier macht, wo sich die Menschen befinden. Auch nicht nur zur Kontrolle, sondern auch damit man ihnen helfen kann und auch weiterbringen kann, ihnen einfach den, wie man so schön sagt, eine gelungene Integration ermöglichen kann. Und Ann-Maries beste Freundin ist ein Beispiel dafür, wie toll Integration funktionieren kann. Ja, ja, ein beeindruckendes Beispiel dafür. Es war bei dem Mord an Ann-Marie so, wir haben es aber auch in den Jahren davor unzählige Male gehört. Was geht in dir vor, wenn du das Wort Einzelfall hörst? Wir haben ja inzwischen Kontakt zu mehreren Opfern, die ja auch alle als Einzelfall tituliert worden sind. Wir wissen anhand dahingehend, der Kontakt, der dort zu anderen Hinterbliebenen von Opfern, auch jungen Opfern ist, dass es eben keine Einzelfälle sind. Und es müsste dort dringend ein Handeln stattfinden, dass man Zukunft präventiv davor geht, präventiv dahin gehen kann, dass sowas nicht nochmal passiert. Oder dass man zumindest es aufarbeitet, danach sucht, wo sind die Gründe, wo ist das Fehlverhalten, was kann man in Zukunft besser machen, dass sowas nicht wieder passiert. Was ist deine Erklärung dafür, dass Politik das immer wieder als Einzelfall beschreibt, dass Medien das immer wieder als Einzelfall beschreiben, obwohl ja inzwischen jeder Mensch im Land erkennen kann, dass es über Einzelfälle weit hinausgeht? Das ist das Schlimme, dass ich dafür keine Erklärung habe. Suchst du nach einer? Die Leute, die dafür verantwortlich sind, sollten eigentlich anfangen, danach nach Lösungen und Erklärungen zu suchen. Das ist nicht meine Aufgabe. Nun gab es auch in den Tagen und in der Berichterstattung rund um diese Tat, rund um diesen Mord an Ann-Marie, immer wieder natürlich Debatten über die deutsche Migrationspolitik, besonders über offene Grenzen, über unkontrollierte Einreise. Wie sind deine Gedanken dazu? Wenn ich meine Haustür offen stehen lasse und jeden reinlasse, ohne zu kontrollieren, wer ist, und nachher ist das Tafelsilber verschwunden, dann kann ich mich nicht hinstellen und weinen, dann bin ich dafür verantwortlich. Insofern, wenn ich jemanden in mein Haus hineinlasse oder meine Wohnung hineinlasse, dann weiß ich, wer es ist. Man soll jedem eine Chance geben, ohne Wenn und Aber. Aber ich kann nur jemandem eine Chance geben, den ich kenne und von dem ich weiß, wer er ist. Nun seid ihr aber ja nicht dafür verantwortlich. Ihr werdet wie alle Eltern alles getan haben, damit eure Tochter behütet und beschützt aufwächst. Das waren ja politische Entscheidungen, die ihr nicht getroffen habt, für die ihr in keiner Weise was könnt. Was löst das in einem aus, wenn man so sehr am Ende ja die Konsequenzen von Politik auf diese Weise erlebt? Wir sind keine rachsüchtigen Menschen, wie du vorhin schon sagtest, wir sind ja sehr gläubig. Für uns ist der Glaube dahingehend, dass in Zukunft man sich darüber Gedanken macht. Wir wollen hier niemanden in Pranger stellen oder öffentlich auspeitschen oder weiß ich irgendwo öffentlich denunzieren. Das bringt mir oder bringt uns unser Kind auch nicht wieder. Wir möchten einfach, dass die Verantwortlichen sich dazu bekennen, sich ihrer Schuld bewusst werden, dass sie auch darüber nachdenken und in Zukunft vielleicht ein anderes Handeln an den Tag legen, um einfach solche Taten für die Zukunft zu verhindern, nach Möglichkeit. Wenn du sagst, die Verantwortlichen, wen siehst du da?
unsere Bundesregierung, die für den Grenzschutz zuständig ist, die Menschen, die für diese Politik in den letzten Jahren zuständig waren. Wen betrachtest du als verantwortlich? Es ist auch ganz klar die Politik, ja. Diese Bundesregierung spricht derzeit vor allem darüber, wie man weitere Motivation, weitere Anreize schafft, nach Deutschland zu kommen und weniger darüber oder gar nicht darüber, wie man zum Beispiel unsere Grenzen schützt. Wie gesagt, dafür fehlt mir die Bildung und das Wissen, um das zu beurteilen. Wie gesagt, wenn Menschen in Not sind und man muss ihnen helfen, gibt es da überhaupt gar keine Diskussion darum. Alles Weitere, ich lade jeden Politiker gerne ein, wie dich jetzt auch, sich das hier anzuschauen, sich anzuschauen, was hinterblieben ist, was für ein Scherbenhaufen hinterblieben ist. Und dann können die sich ihre eigenen Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft damit verfahren wollen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, hast du mir erzählt, hat diese Einladung bereits angenommen, war hier, hat mit euch lange gesprochen, hat sich angesehen, welche Trümmer, welches Leid diese Tat hinterlassen hat. Wie war dieses Gespräch? Wie war dein Eindruck? Herr Günther war nicht alleine hier. Herr Günther war mit Frau Sütterlin Waag hier, der Innenministerin von Schleswig-Holstein. Sie haben sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Es war ein sehr warmes Gespräch. Es war ein sehr konstruktives Gespräch, über das wir auch stillschweigen. Es war ein privates Gespräch vereinbart haben. Und daran halte ich mich. Das ist eine Sache, das wurde hier privat gesprochen. Und es war sehr positiv und sehr erbauend. Und ich fand es toll, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Kommen wir noch einmal auf die Tat zurück und auf den Täter zurück. Du wirst all die Geschichten gelesen haben oder zumindest zugetragen bekommen haben über diesen Mann, der nicht im Land hätte sein dürfen, der vor allem aber nicht hätte in Freiheit sein dürfen. Ein Mann, der Islamist war, ein Mann, der schwerst vorbestraft war, weil er einen anderen Menschen schon einmal in den Hals gestochen hat, ich glaube bei einer Essensausgabestelle. Wie blickt man da als so direkt Betroffener drauf, dass Menschen, die so etwas tun, frei rumlaufen? Absolut fassungslos. Absolut fassungslos. Wenn ich heute als Selbstständiger losgehe, ich muss für jegliches, alles was ich tue, alles was ich mache, muss ich für mein Handeln gerade stehen. Ich brauche x Genehmigungen für jeden Kram. Ich muss sämtliche Schulungen besuchen, um alles, um meine Selbstständigkeit fortführen zu können. Und dort sind Psychologen, die sagen, Richter. Dann lassen wir den Richter, wir lassen ihn laufen und das Thema ist erledigt. Das Ende der Geschichte kennen wir. Aber es hat für die Menschen keine Konsequenzen. Wo sind dort, da frage ich mich schon, wie können die abends einschlafen, die sowas zu verantworten haben? Wo sind die regelmäßigen Schulungen, Fortbildungen oder sonstiges, die ich ständig erbringen muss? Werden die dort auch gefordert? Müssen sie die erbringen? Oder wie kann sowas passieren? Also es bleibt eigentlich nur fassungslose Leere zurück. Innenministerin Nancy Faeser hat ja gesagt, dass man diesen Menschen, den Täter, schon eigentlich hätte abschieben können, wenn man gewusst hätte, dass er überhaupt irgendwo im Gefängnis sitzt und dass das im Nachhinein dann ja schon ein Fehler war. Was es ja offenkundig war mit grauenvollen Konsequenzen für euch und eure Familie. Hast du in den letzten Wochen ein Wort der Entschuldigung, eine Bitte um Verzeihen gehört von Nancy Faeser, von einem der verantwortlichen Politiker, die für diese Zustände verantwortlich sind? Die einzige Gedenkkarte, die wir aus Berlin bekommen haben, war vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Eine sehr gefühlvolle und empathisch geschriebene Karte. Ansonsten ist aus Berlin nichts passiert. Kein Wort von der Innenministerin, die ja hier sogar den Bahnhof besucht hat, kein Wort an die Eltern von einem der Opfer? Kein Wort, keine Karte, kein Nichts. Das ist ja eigentlich was, was man sich, ich sag's mal einfach so plump, als normaler Mensch nicht erklären kann, oder? Das wäre doch das Normalste von der Welt, zumindest sein Beileid auszudrücken, aber eigentlich
doch auch, wenn nicht Worte des Bedauerns, dann doch vielleicht eher Worte der Entschuldigung für Zustände, die ja direkt zu dieser Tat geführt haben. Das Tragische ist eigentlich, was das Ganze sehr schön widerspiegelt, dass Herr Scholz in einem Interview gesagt hat, ihm tut es leid, dass die Leute ums Leben gekommen sind, dass er als Bundeskanzler auf der Trauerfeier noch nicht mehr weiß, dass diese Leute Danny und Annemarie hießen, sondern von Leuten spricht. Und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Hinterbliebenen, dass er noch nicht mehr von Menschen spricht, sondern von Leuten. Das ist eigentlich, das bezeichnet eigentlich die gesamte Bundesregierung, so wie sie sich in der Sache verhalten hat bis jetzt. Unglaublich. Was würdest du dir wünschen, dass sich ändert? Was würdest du dir wünschen, dass Annemaries Tod auslöst, verbessert? Ich wünsche mir, dass die Politik über gewisse Dinge nachdenkt, vielleicht die richtigen Schlüsse zieht, vielleicht die notwendigen Maßnahmen zieht. Ich bin gerne bereit, ich lade auch gerne Frau Faeser oder Herrn Scholz hier zu mir ein, dass sie sich mal ein Bild vor Ort machen können, welche Konsequenzen so eine Tat eigentlich für das gesamte Umfeld hat. Es sind nicht zwei Opfer, die jetzt irgendwo verstorben sind, die vergraben werden und dann ist Schluss. Es ist ein Leid dahinter, was viele, viele Menschen betrifft, die ihr Leben lang damit klarkommen müssen. Für uns ist es auch eine Sache, die eigentlich schwer erträglich ist. Annemarie hatte sehr, sehr viele Pläne. Sie hat schon immer mal geträumt, von irgendwann zu heiraten. Sie wollte dies, sie wollte Kinder, sie wollte das. Das bleibt uns ja auch in dem Falle als Eltern verwehrt, dass wir die Hochzeit unserer Tochter miterleben können, dass wir mitkriegen können, vielleicht Enkelkinder irgendwann zu haben, als Oma und Opa da zu sitzen. Das sind alles Dinge, die uns unser Leben lang jetzt verwehrt bleiben werden. Sie war euer einziges Kind. Ja. Du hast gesagt, du würdest den Bundeskanzler oder die Innenministerin einladen, das mit eigenen Augen zu sehen. Nancy Faeser hat auf diese Tat auf Twitter reagiert und hat die Möglichkeit, das zu kommentieren, etwas dazu zu sagen, abgeschaltet. Vermutlich damit niemand etwas sagt, was ihren Ansichten widerspricht. Ich weiß es nicht, ich kann es nur mutmaßen. Hast du das Gefühl, dass man von eurem Leid hören möchte in der deutschen Politik, in der Regierung? Oder dass man es besser stumm schaltet? Ich kann es dir nicht sagen. Also, wenn sie davon hören würden, hätten sie sich vielleicht gemeldet. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird ausgeblendet nach dem Motto, was nicht gesprochen wird oder worüber keiner berichtet, es existiert auch nicht. Was ist deine direkte Botschaft an Olaf Scholz und Nancy Faeser? Wir haben da in den letzten Wochen, du und ich, die zu diesem Gespräch geführt haben, häufiger drüber gesprochen und du hast immer wieder gesagt, man muss etwas tun, dass es nicht nochmal passiert. Das ist ja auch der natürliche Impuls, den jeder Mensch, besonders wenn man Kinder hat, in so einer Situation hat. Man muss etwas tun, man muss etwas sagen, man muss etwas verändern, damit so etwas bitte nicht nochmal passiert. Was ist deine Botschaft an die Leute, die politisch darüber entscheiden, was in diesem Land passiert? Dass sie vielleicht ein bisschen über ihren Tellerrand hinausschauen und auch mal schauen, wie gesagt, es sind keine Einzelfälle mehr. Es passiert sehr, sehr viel in vielen Richtungen. Wir haben inzwischen zu vielen anderen Opfern oder Hinterbliebenen der Opfern, auch von Ece und wie sie hießen, Kontakt. Es ist ein unbeschreibliches Leid, was dort für die Familien, für die Angehörigen, für die Freunde, was da übrig bleibt. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist, wie du es vorhin so schön eingangs sagtest, dass du überwältigt warst von der Trauerfeier, ja. Wie viele Menschen da waren, wie sie ja. Betroffen waren. Ich glaube, das ist in Berlin bis heute noch nicht angekommen. Und ich glaube, man sollte dorthin gehen, auch mal die Augen öffnen und sich das Ganze mal vor Ort anschauen. Wie gesagt, meine Einladung steht. Ich bin gerne bereit, beiden das Zimmer zu zeigen, auch wie mit Frau Sütterlin-Waag und Herrn Günther ein privates Gespräch zu führen, was rein privat ist, was hier bleibt, im Raum bleibt,
Aber ich möchte sie gerne einmal, ich möchte Ihnen es gerne einmal zeigen, was da eigentlich übrig bleibt danach. Ja. Und was es bedeutet, sich nicht zu kümmern um Dinge, bei denen wir uns eigentlich ja alle im Land einig sind. Und das hat ja auch nichts mit politischem Lager oder politischen Ansichten oder der Partei, die man wählt, zu tun, dass Menschen, die als Gast hierher gekommen sind und die schon einmal Gewalt verübt haben gegen andere Menschen, in diesem Land nichts mehr zu suchen haben. Dass zumindest die juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass egal, ich sage, es ist egal, welcher Herkunft jemand ist, solange er Recht und Gesetz nicht achtet, sind dort juristische Möglichkeiten vorhanden, dort zu reagieren. Und wenn diese nicht ausgenutzt werden, ist es eigentlich für uns als Hinterbliebene noch schwerer erträglich, mit dem Ganzen umzugehen. Hast du das Gefühl, du, deine Frau, deine Familie, fühlt ihr euch geborgen in diesem Land oder hat das etwas zerstört? Zerstört hat es viel. Wir hatten jetzt den Riesenvorteil, dass wir einen tollen Freundeskreis hatten, die auch rings um uns herum uns behütet haben, die uns eingebettet haben, uns auch von vielen äußeren Einflüssen geschützt haben, dass wir in Ruhe die Möglichkeit bekommen haben zu trauern und den Schock zu verarbeiten. Ich weiß aber aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, deren Kinder oder erwachsene Kinder, die jetzt auch studieren oder sowas, die inzwischen nicht mal mehr mit dem Zug fahren zur Uni, sondern mit dem Auto, weil sie einfach Angst haben, in den Zug zu steigen. Und ich frage mich, ob das eine der vier, aktuell noch viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt würdig ist, wenn Menschen Angst haben, in einen Zug zu steigen. Würdest du sagen, es hat sich etwas verändert in unserem Land in den letzten Jahren? Natürlich, es hat sich vieles verändert. Ich glaube, das merkt auch jeder. Ob das positiv oder negativ ist, ich glaube, das liegt immer in der Betrachtungsweise. Wir waren vorhin am Bahnhof in Brokstedt und haben dort noch einmal gesehen, wie überwältigend die Anteilnahme an Annemaries Schicksal war und immer noch ist. Blumen, die da liegen, Karten, die da liegen. Und auf einer Karte, die da liegt, schreibt offenbar eine Freundin sehr bewegend, sie würde gerne tröstende Worte aufschreiben und dann, doch ich bringe nur Stillsein und Schweigen zustande. So geht es euch vermutlich, oder? Es ist so viel, was über einen hereinbricht. Das ist eigentlich einem in vielen Dingen wirklich die Worte fehlen. Vieles als unglaublich erscheint. Man vieles erstmal verarbeiten muss. Vieles wirkt noch sehr unreal. Aber einen holt, die Realität holt einen täglich wieder ein. Und wie ich schon mal sagte, das Leid, was da übrig bleibt, das ist sehr, sehr schwer zu verdauen. Wie siehst du, wie seht ihr Annemarie, wenn ihr an sie denkt? Was ist dein Bild von ihr? Was sind die Bilder, die ihr euch anschaut? Wir sitzen hier in eurem Wohnzimmer. Ich sehe Bilder, die ihr von ihr aufgehängt habt. Was ist das Bild, mit dem du sie erinnerst? Eigentlich eher gewinnendes Lachen. Das ist auch das, was mir momentan am meisten fehlt. Sie ist mit mir morgens immer in die Firma gefahren, um dann weiter zum Bahnhof zur Schule zu gehen. Und wenn sie morgens noch ein bisschen Zeit hatte, dann hat sie laut Musik gehört, ist lachend, hüpfend, singend durch die Räume gehüpft, wo ich immer gedacht habe, Kind, gib mir 5 Minuten, ich muss erst mal wach werden. Sie war immer sofort gut gelaunt, sie war immer gut gelaunt, sie war... Und das ist heute für mich eigentlich das Schlimmste, wenn ich morgens reinkomme, die Stille ist da. Letzte Frage.
Lieber Michael, was muss in Deutschland geschehen, damit das, was euch widerfahren ist, nicht noch mehr Eltern widerfährt? Was muss sich ändern? Ich glaube, wir müssen weg von einer Wünsch-dir-was-Kultur, die irgendwo irgendwas Fantastisches herbeisehnt, was vielleicht in seinen Ideen auch gut gemeint ist, aber inzwischen sich immer mehr herauskristallisiert, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine Politik, die real Probleme anspricht, real Probleme erkennt und auch real gegen diese Probleme vorgeht. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit und deine Gedanken und dieses Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, Julian. Das war Achtung Reichelt. Für mich persönlich war das ein trauriges Gespräch, ein unfassbar trauriges Gespräch, aber ein ebenso wichtiges Gespräch. Wir bei Achtung Reichelt glauben, dass Journalismus die Kraft hat, Dinge in diesem Land zu verändern. Aber Journalismus kann diese Kraft nur haben, wenn die Menschen, die von Politik unmittelbar betroffen sind, den Mut finden, über ihr Leben zu sprechen. Diesen Mut hat der Vater von Annemarie K. gefunden und wir sind ihm wahnsinnig dankbar dafür.